ein herzliches Willkommen zurück bei Die Sims 4. Und in dieser Folge ist jetzt schon einiges passiert, bevor ich überhaupt angefangen habe. Und zwar ist der Janno in die Nachbarschaft gezogen. Ja, es gibt einen Gewinner. Mal gucken, ob dieser Charakter, dieser Janno in diesem Let's Play auch auftaucht. Denn wird der Gewinner ja schon sehen, wer es ist. Der Gewinner wird sich quasi erkennen und wenn nicht, sage ich es auch einfach nochmal. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter mit dem Dante und dem Kingston. Und ich habe Pläne für diese Folge. Ich habe mir überlegt, ich werde einfach mal eine Person in diesen Haushalt einladen. Und zwar diese Rothaarige, die beide kennen. Ach übrigens, der Herr Daddelt, wie er sich so schön nennt, der dürfte jetzt hier wohnen. Hier in diesem schönen Haus. Dann schaue ich vielleicht einfach mal nachher vorbei und plausche ein bisschen mit dem Herr Daddelt. So, und nun geht es weiter. Mit Dante und Kingston. Mal gucken, wie sind denn... Okay, der Kingston hat Hunger. Er ist aber selbstsicher, weil kompetenter Koch ist selbstsicher plus eins. Das ist fein. Und ja, denn hauen sie sich das, was sie gekocht haben, mal rein. In dem Sinne ist es lediglich ein Salat. So, der Dante, dem geht's nicht gut. Der hat einen komischen Nachgeschmack, weil schlecht zubereitetes Essen hat er selbst gekocht. Ist ihm nicht so gut bekommen. Aber er wippt immer noch zur Musik. So schlecht kann es ihm gar nicht gehen. So, und jetzt legt er richtig los. Was ich bei diesen Sims ganz cool finde, ist, man kann die besser beobachten, weil die agieren tatsächlich ein bisschen selbstständiger als in den vorherigen Teilen. Das ist ein ganz großes Plus bei den Sims 4. Aber ich vermisse immer noch so ein bisschen die offene Welt, wie es bei Sims 3 gewesen ist. Dafür läuft es besser, was ich dann doch irgendwie bevorzuge. Vor allem gerade bei der Let's Play-Aufnahme läuft es auch noch sehr gut. So, Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Schön. Klingt wie Kesha. Ist ja furchtbar. So, wir haben hier kokett werden. Der Kingston will kokett werden, weil er romantisch ist und will immer noch ein Date planen. Dazu komme ich noch. Als erstes gehe ich aber mal mit Dante. Mit Dante gehe ich mal rüber zum Janno. Mache ich das jetzt? Ja, dann machen wir jetzt. So, guter Janno, guter Herr Daddelt, jetzt sind Sie an der Reihe. Und zwar geht's hierhin, direkt hierhin. Residenz besuchen, alleine. Da haben wir wieder den obligatorischen Ladebildschirm. Würde ich rausschneiden, den ersten lasse ich mal drin. Das geht ja relativ flott, das Laden, das ist ja positiv. Ich meine, in der Summe ist das zwar denn auch wieder lang, aber wie gesagt, es ruckelt nicht und das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Das macht das Spielen schön. So, und jetzt könnte es ruhig losgehen. Ich begrüße Sie, Herr Daddelt. Wohne ich da wirklich drin? Ich klopfe mal an. So, Dante, denn sei mal ein Gentleman und ein gut manierlicher Typ. Und was läuft da? Da ist was über die Straße gelaufen. Ein Tier. Komm rein. Hallo? Guck mal, der Janno Daddelt, das bin ich. Ich stelle mich natürlich grob vor oder lustig, nein, ich stelle mich lustig vor, wie das so Dantes Art ist. Locker unterhalte, Dante und Unterhaltung, Dante und Janno kennen sich noch nicht. Okay, denn werde ich mal, sag mal, der Janno ist aber nicht gut drauf, wie es aussieht. Ist der müde oder einfach nur deprimiert? Neu in der Nachbarschaft und gleich schlecht drauf. Das sieht dem Janno mal wieder ähnlich. So, über Probleme beschweren. Komm, ich erzähle ihm mal eine Lust, die ich erstmal kennenlerne. Dante hat folgende Merkmale von Janno gelernt. Der Janno ist gesellig. Naja, gut. Denn ist er gesellig. Ob das stimmt oder nicht, na, man weiß es nicht. Ich urteile nicht. Ach, die Unterhaltung geht aber. Oh, da ist der Dante auch gleich glücklich. Ja, der Janno macht die Menschen glücklich. So, was kann ich denn noch über örtliche Jugend beschweren? Nee, komm, machen wir ein bisschen Unfug. Ich werde den Jan mal... erschrecken. Ich erschreck mal den Jan.
Finde ich wahrscheinlich. Oh doch, der Janno findet das witzig, wie es aussieht. Ja, findet er witzig. Er lässt sich gern erschrecken. So, Dante hat die Schelmfähigkeit erworben. Aufgrund seiner neuen Schelmfähigkeit kann Dante jetzt andere Sims mit dem Handschocker reinlegen und viele andere schelmische Interaktionen ausführen. So, dann sei noch mal ein bisschen Schelm. Und verbreite ein absurdes Gerücht. So, Janno, ich hoffe, ich sehe dich auch mal irgendwo im Park oder so. Wäre schön. Siehst du, und der Janno fällt wieder voll drauf rein. Der Janno ist so doof. Okay, jetzt wird geplaudert. So, ich nehme mir mal einfach was zu essen. Hier, Macaroni mit Käse. Das wollte er eigentlich haben, aber mein Gott, da war er zu langsam. Ah, der Dante mag das Essen nicht. Dann leg's doch zurück. Ich find's schade, dass sich wirklich die Welt denn nicht mehr weiterentwickelt, wenn man auf ein anderes Grundstück geht. Das fand ich in Sims 3 total super. Es gibt schon Minuspunkte bei Sims 4, aber ich finde im Moment ist alles noch fein. Halt die offene Welt, das ist das, was ich vermisse, und die automatische Entwicklung der kompletten Nachbarschaft, die fehlt mir so ein bisschen. Oh, was habe ich hier für ein Problem? Meine Blase drückt, ich muss pullern. Janno, ich benutze mal deine Toilette, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, ich fühle mich unwohl. Natürlich, weil ich pieseln muss. Ja, dann geh doch. Hör auf zu essen und geh. Na, so ganz helle sind die Sims anscheinend auch nicht. Komm, stell das Essen hin. Lass gut sein. Hunger hast du ja eh keinen mehr. Erstmal die komplette Wohnung voll. Der isst jetzt nur Chips. Sehe ich das richtig? Oh, der sieht so traurig aus. Was hat der denn? Was hat der Janno? Der ist traurig. Ich glaube, der ist traurig. Der guckt so traurig. Was hat der denn? Verstehe ich nicht. Naja. Machst du nix. So, der Dante ist wieder fit. Komm, ich muss ihm den Tag verbessern. Weil das hat der Dante nämlich drauf. So, erstmal ein bisschen rumblödeln. Und dann, mal sehen, wo kann ich denn den Tag verbessern? Kann ich das überhaupt? Nee, kann ich wahrscheinlich nicht, weil die Laune nur auf okay steht. Wenigstens ist er für Humor offen, der Janno. Das gefällt mir. So, ich erwähne es jetzt einfach nochmal. Der Gewinner der Challenge des Gewinnspiels ist unter dem Origin-Namen. Darf ich das so sagen? Ich weiß ja nicht, wer das sonst ist. Ich weiß nicht. Schreib mir unter die Kommentare, ob du das bist. Unter Origin heißt er Affe auf Crack. Und er ist der große Gewinner der Sims 4 Janno Daddel Challenge. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ab diesem Teil im Spiel bei meinen Sims 4. Und kommst hoffentlich auch öfters mal drin vor. Also schreib mir unter das Video, wer du bist bei YouTube. Das wäre äußerst nett. So, und es ist Zeit für einen Screenshot. Kann ich hier einen schicken Screenshot machen? Eventuell von mir? Ey, das sieht nicht so gut aus. So, wo geht er jetzt hin? Hallo? Wo gehst du hin? Was macht er da? Teilen Sie sich mit. Ah, der geht schlafen. Okay, dann geht der Janu halt schlafen. Obwohl er noch Besuch hat. Was ist denn das bitte für ein Verhalten? Nett ist es nicht. Na, dann gehe ich halt nach Hause. Ich habe jetzt auch leider keine Zeit mehr, irgendwie das Mädel anzurufen. Oh, guck mal, wie locker lässig hier der Dante geht. Ne? Der ist hier sehr cool drauf. Nun gut, dann kommt jetzt wieder ein Ladebildschirm. Den schneide ich raus. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder. Der Dante ist wieder zu Hause. Der Kingston liegt schon im Bett. Weißt du, denn räume ich ein bisschen auf. So, aufräumen.
kann der Dante auch mal ein bisschen machen. Die Musik läuft. Wieder keine schöne Musik. Darum schalte ich mal. Nee, ich lasse es laufen. So, was will denn der gute Mann? Mit Julian plaudern? Nicht jetzt. Und im Spiegel Rede üben. Denn mache ich das mal. Job hat er keinen. Vielleicht sollte ich ihm auch mal einen Job besorgen. Wir brauchen ja Geld. Wir wollen uns ja mal irgendwann ein richtiges Haus bauen. Der ist gerade richtig gut drauf, wie es aussieht. Finde ich gut. So, ich finde die Grafik irgendwie tatsächlich hübsch. Ich denke mal, ich finde die tatsächlich noch einen Hauch besser als von Sims 3. So, das machen wir jetzt mal auf Maximum. Wir könnten uns aber auch mal ein paar Bilder hier reinhängen. Komm, wir hängen uns mal ein paar Bilder hier direkt in die Butze rein. So, gestellte Zimmer. Ich brauche kein gestelltes Zimmer. Ich brauche jetzt einfach nur Objekte. So, wo haben wir es denn? Wohnzimmer? Eventuell Büro, Wohnzimmer. Bilder. So, was hängen wir uns denn da mal Schönes hin? Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Den nehmen wir mal Folgendes. Wie sieht das aus? Was kostet das? Das ist auch nicht so teuer. Das könnten wir uns direkt mal hier hinhängen, oder? Hier direkt neben die Tür. Also ich habe... geht gar nicht. Wieso geht das hier nicht? Oh, ich kann hoch und runter machen. Das ist praktisch. Das finde ich super. Aber vielleicht doch ein anderes Bild. Wieso kann ich denn das hier nicht hinhängen? Das finde ich sehr cool, dass ich das hier hoch und runter machen kann. Das gefällt mir. Das kam, glaube ich, bei den Sims 3 immer erst mit Add-ons dazu. Ich hänge mal das Bild hier hin. Das ist ganz schick. So, hier kommt es hin. Ja, ich denke mal, auf die Höhe passt das. Oder gibt es noch was Besseres? Was ist das hier? Auch schick, aber wir sind hier keine Jazz-Fans. Deswegen fällt das mal flach. Was ist das hier? Nicht genug Geld. Okay, 8000 ist wirklich eine Menge. Das kann ich noch nicht, das muss ich erst freischalten. Ich finde es auch cool, dass es hier eine Menge Sachen zum Freischalten gibt. Das ist das Adventure Time oder was? Das ist für ein Kinderzimmer. Das fällt natürlich erstmal flach. Und das hier? Auch noch verschiedene Farben. So. Das würde ich hier gerne neben die Tür hängen, aber es passt irgendwie nichts neben die Tür. Was schade ist. Na gut, dann nehme ich mal das, was ich ursprünglich nehmen wollte. Das hier, das ist ganz fesch. Das hänge ich mir mal direkt hier neben. Zack. Und hängen wir uns noch eins ins Schlafzimmer. Komm, da hier schläft der Dante. Da hängen wir uns mal was Fetziges rein. Weil Dante ist noch jung und schmissig. Da packen wir mal, was packen wir denn da mal rein? Ja, Kinderbild, mein Haus. Nee, das kann ich nicht nehmen. Das wirkt denn schon ein bisschen affig. Pfirsich-Blaubeer-Parade. Was ist das? Das ist zu groß, glaube ich. Ja, das würde über die Fenster gehen. Das sieht nicht aus. Der Pianist. Was haben wir denn noch so? Ach komm, wir belassen es einfach mal dabei. Nur das Wohnzimmer muss gut aussehen und das tut es. Machen wir weiter. Oh, was gab es da noch alles? Moment, ich muss gucken. Design-Tool. Was ist denn das Design-Tool? Entschuldigt mal. Ach, hier kann ich gleich die Farbe aussuchen. Okay, das ist praktisch. Gut, weiß ich Bescheid. Das wollte ich nur wissen. So, der übt noch ein bisschen reden. Er muss ja auch gut ankommen bei den Mädels. Hat ja bisher noch nicht so gut funktioniert. Er ist ja immer abgeblitzt, der gute Mann. Und da hat er es. Charisma-Fähigkeit auf Level 2. Ich kann jetzt an den Tag verschönern. Das ist die Hauptsache. So, was muss ich denn machen hier? Der ist noch voller Energie. Pass mal auf, dann rufe ich jetzt einfach mal die Tante an. Ich muss ja nicht zur Arbeit. Kennt er die überhaupt? So, kann ich Spiel spielen? Nee. Einladen, hier abzuhängen. Das klingt gut. Hier, die Katrina Caliente. Könnte aber auch den Janu anrufen. Aber ich nehme, oder nehme ich, ich nehme die Barfrau. Nee, die Barfrau steht, glaube ich, ein bisschen mehr auf Kingston. Dante darf hier die Katrina, nee, nicht nur einen bitte. Nur die Katrina bitte, das ist nett. Ah komm, die Bella Grusel nehmen wir auch noch dazu. Und er will ja auch mit Julian Klee reden. Komm, denn hier kleine Party, während Kingston schläft.
So, dann hör auf zu reden. Der Dante ist noch gut drauf. Dann machen wir aber wenigstens ordentliche Musik ran. So, hier alternativ. So, momentan kann niemand rüberkommen. Bella schläft, Julian schläft und Katrina schläft. Was sind denn das für Leute? Mal ganz ehrlich. Komm, dann gehen wir nochmal in den Nachtclub. Und da sind wir im Nachtclub angekommen. Wir stehen davor und es ist nicht wirklich viel los. Aber ich hoffe, ich kriege einen Drink. Tu, was immer du tun möchtest, mein guter Freund. Was möchtest du tun? Blues hören. Oh, jetzt kommen auch einige mehr. Wer ist das? Ich muss neue Leute kennenlernen, das steht mal fest. Tu, was du möchtest, Dante. Die Welt steht dir offen. Ach, das ist gar keine Frau. Oh, da kommen die Mädels. Frau Grusel ist wieder dabei. Die ist auch hier nur auf Achse, oder? Komm, redest du mal ein bisschen mit der. Ein von Herzen kommendes Kompliment machen. So, der Laden wird wieder voll. Um diese Uhrzeit. Es ist kurz nach eins. Und der Dante ist noch voll drauf. Aber ich weiß, der wird wieder nicht ankommen bei den Mädels. Oder vielleicht doch. Ah, doch, anscheinend kommt da ganz gut an. Angenehmes Gespräch. Ja, sieht ganz gut aus, weil Bella ist auch glücklich. Was machen wir denn mal? Wir machen ein wenig Romantik. Ja, eine schlüpfrige Frage. Erstmal ein Anmachspruch. Dante hat folgende Merkmale von Bella kennengelernt. Sie ist familienbewusst. Doch mit Dante kommt sie gut klar, wie es aussieht. Das ist ja mal eine Überraschung. Aber der Anmachspruch kam nicht so gut an. Aber wir wären nicht Dante, wenn wir das Ganze nicht noch weiter treiben würden. Fragen, ob Sim Single ist. Schwarz Johnny, es heißt tatsächlich jemand Schwarz Johnny. Misch dich nicht ein, du schwarzer Johnny. Ich unterhalte mich mit der guten Bella. Oh, jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, ob sie Single ist oder nicht. Komm, nehmen wir noch ein bisschen Romantik, weil Romantik können wir. Schlüpfrige Fragen stellen. Wir versauen gleich alles mit der Frau. Nee, das kommt nicht anders. So, mit Romantik ist nicht so. Pass mal auf, ich mach mal schnelle Wiedergutmachung. Ja, das hat sie angenommen, wie es aussieht. Die Mimik ist wirklich schick bei dem Spiel. So, dann bestellen wir mal einen Drink. Getränk bestellen, was nehmen wir denn? Wir nehmen Saft on the Rocks oder... Komm, wir nehmen den Lieb... Nee, der ist zu teuer. Das können wir nicht nehmen. Feuersbrunst. Das klingt ganz gut. Den nehme ich. Sag mal, alles ist hier tatsächlich nur an der Bar. Hier sitzt niemand. Oder geht er jetzt? Könnte ich hier auch spielen? Oh, ich könnte tatsächlich üben. Ich könnte hier auch Witze erzählen. Ich könnte am Mikrofon Witze erzählen. War das so sein Ding? Mit wem unterhält er sich denn hier? Mit Bella und mit Schwarz. Also sie verstehen sich alle schon mal sehr gut. Das ist fein. Oh hier, die gute Frau hat's drauf mit den Flaschen. Die Eva. Oh, und da geht sie dahin. Oh, was machen die da jetzt? Ist sie noch im Gespräch beteiligt? Ja. Oh, die scheint Feierabend zu haben. Und Frau Grusel übernimmt? Nee. Eva, über den Hut müssen wir aber noch mal reden. Ganz im Ernst. Ja, der Schwarz hat ganz schön was zu erzählen. Oh, guck mal, ich bin verspielt. Weswegen bin ich verspielt? Verspielt. Auf dem Höhenflug bin ich. Lass Witze kommen. Gut, dann sind wir mal witzig. Komm, hier.
Verrückt anfunkeln, koketten Witz machen. Komm, das kriege ich hin. Koketten Witz ist gut. Neu. Neu. Fras Bobsel, Chichi, Hisch Bipsel, Lagusch. Ihr seid so lustig. Okay, damit kam ich an. Das gefällt mir. So, ist vielleicht noch Publikum da? Dann erzähl ich mal hier nämlich am Mikrofon. Ich versuch das mal hier am Mikrofon einen Witz zu erzählen. Ich kam noch gar nicht dazu, mein Trinken zu trinken. So, jetzt einen kleinen Schluck. Hauptsache, ich bin nicht strahlig am Schluss. Das wäre ärgerlich. Oh, hallo Bella. Wird das noch was mit uns? So, die wollen mich nicht weglassen, wie das aussieht. Oh, ein neuer Barkeeper, eine neue Barfrau. Wer ist es? Brigitte Schwarz. Schelm ist, wer Böses denkt. Bei Brigitte Schwarz. Gut, dann lass den Ring stecken und geh ans Mikrofon. Zeig deine Stand-Up-Qualitäten. Dante und Brigitte kennen sich noch nicht. Brigitte ist auch glücklich, oder nennen wir sie Bridget? Ich weiß es nicht. Wie sieht's denn aus? Habe ich jetzt 6 Freundschaften? Fünf habe ich erst kennengelernt. Neues Bestreben wählen? Nee, komm, das passt. Belohnungsstore, was haben wir denn da so? Oh, ich kann sofort mal sehen, was haben wir denn hier? Energietrank, Flirttrank, das hat der Dante doch gar nicht nötig. Nee, darum kümmere ich mich später. Erstmal weiter hier. Wie sind seine Bedürfnisse? Der ist noch voll drauf. Das finde ich gut. Ist aber sehr gesprächig diesmal, ne? Sehr kontaktfreudig. Das hat er drauf. Oh, jetzt pass auf. Jetzt geht er ans Mikrofon und jetzt zeigt er, was er auf dem Kasten hat. Der Dante, Comedy Star Nummer 1. Und bitte. So, kommt denn wenigstens einer zum Gucken? Das heißt doch immer, nachts kommen die raus und gucken. Aber dieses Mal anscheinend nicht. Tja, ich erzähle Witze für mich alleine. Aber ich kann hier ein bisschen was verbessern, das ist ja auch gut. Oh, pass auf. Ah, ich dachte hier, die gute Bella Grusel kommt, aber nein, sie geht nur hinterm Tresen, was immer sie da hinterm Tresen zu suchen hat. Sie arbeitet hier doch gar nicht. So, meine Comedy-Fähigkeit ist auf Level 2, das ist hervorragend. Geh nicht, Bella, geh nicht. Wer bist du? Was bist denn du für einer? Oh, der Herr Daddelt ist da. Dann unterhalte ich mich doch nochmal. Ich werde den mal K.O. schlagen. Nein, werde ich nicht. Ich werde, was werde ich da mit dem machen? Unfug mache ich mit dem. Ich erschrecke ihn nochmal, das mag er doch so gerne. Jemanden bedrängen, weil verspielt. Ach komm, dann bedrängst du mal. Nee, komm, machst du hier mal Schluss. Hey, Herr Daddelt. Ich möchte Sie gerne bedrängen, wenn es denn möglich ist. Unfug? Nee, kann ich nur K.O. schlagen. Hörst du mir zu? Nee, der hört Musik. Der hört gewiss nicht meinem Comedy-Talent zu. Der hat wirklich ein kackhässliches T-Shirt an. Aber ich nehm's dem Jano nicht übel. Der hat halt nicht viel Geschmack. Ja komm, da fährst du auch drauf ab, ne? Findest du lustig? Findest du total lustig? Ach, das findest du so lustig? So, wie war denn so dein Tag, guter Mann? Jetzt, bevor ich wieder nach Hause gehe, wollen wir noch einen zusammen trinken? Komm, eventuell trinken wir nochmal zusammen einen. Komm, ich lade dich auf einen Schnäppchen ein. So, was kann ich denn noch machen? Freundlich? Ah, freundlich ist nicht so mir. Kann ich nicht irgendwen bedrängen? Ich würde den gerne bedrängen. Spitzbübisch bedrängen. Komm, das machen wir mal. Machen wir gleich alle Freundschaften kaputt hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, findet er nicht so cool. Aber der Dante fand das spitze. So, dann bin ich nochmal, dann entschuldige ich mich mal, so Kumpel wie ich bin. Ja, find er gut.
So, und ich gehe jetzt nach Hause, weil es ist an der Zeit, die Energie ist niedrig. Der Kingston muss auch bald zur Arbeit. Dann sehen wir uns gleich, zu Hause. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon zu Hause. Der Kingston ist schon aufgestanden. Der Dante geht jetzt zu Bett. Der Kingston muss gleich arbeiten. Wie sieht es denn mit seinen Werten aus? Oh, das sieht doch ganz praktisch aus. Ist doch ganz schön. So, der geht ins Bett. So, Kingston, du machst noch mal ein bisschen was. Am besten, was machst du? Ich guck mal auf die... Okay, isst noch ein Happen. Weil du musst auch gleich los, ne? In einer halben Stunde musst du los. Das reicht nur für eine schnelle Mahlzeit. Hier ist ein Joghurt, ganz flott. So, das war ja schon ein bisschen ereignisreicher als sonst. Aber eigentlich war es schön. Es war schön. Wir haben den Janu kennengelernt. Endlich. Und mal gucken, was mit dem noch so passiert. Leider werden wir nie erfahren, ob er jemals eine Frau kriegt, der Janu, weil sich die ganzen Charaktere hier nicht selbstständig weiterentwickeln. Das ist so schade. Das vermisse ich, glaube ich, so am meisten. So, und dann schicke ich auch irgendwann mal den Kingston hier auf die Piste, weil der braucht ein bisschen soziale Kontakte, weil ohne ist schon doof. So, da ist der Kingston glücklich, weil er lecker gegessen hat. Es war nur was Kleines. Kingston muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Upsi. Da war er ungeschickt. Oh, dass der immer hier... Der will immer nur chatten. Dieser Junge. So, was ist mein Job? Der Malerei. Den kannst du mal einfach noch ein bisschen malen, solange du großes, klassisches Gemälde... Komm, nimm mal ein mittelgroßes Gemälde. Dann kannst du schon mal ein bisschen was für deine Arbeit tun. Dante? Nee, Quatsch. Kingston. Ich verwechsel die beiden immer und immer wieder. So, und wenn er denn hier gleich zur Arbeit ist, dann ist es auch mit dieser Folge erstmal vorbei. Und ich denke mal, die fünfte Folge folgt dann auch bald. Oh, da sind wieder Kinder. Kinder, verschwindet hier. So, hat die Malereifähigkeit erworben. Sehr schön. So, auch bald bin ich hier super Künstler. Ach, guck mal, ist es nicht schön. Das ist doch schick. Da malt der Kingston einfach mal drauf los. So, die ganze Nachbarschaft wird ein bisschen gepinselt. Obwohl, ich weiß nicht, was er da genau malt. Tut auch nichts zur Sache. Jetzt muss er erstmal gleich zur Arbeit. Und zwar jetzt. Hör auf zu malen, sonst kommst du zu spät zur Arbeit. Das kannst du draußen stehen lassen. Und einen wunderschönen Arbeitstag, lieber Kingston. So, werde ich irgendwie abgeholt? Nee, der ist einfach weg. Naja, was soll's. Wie, der Dante ist schon wieder auf? Wieso bist du auf? Leg dich wieder hin. Der ist einfach aufgestanden, um Musik zu hören. Ist er denn völlig irre? So, den werde ich mal hier eben alles durchorganisieren. Du kannst hier nochmal was zum Frühstück machen. Rührei ist okay. Danach kannst du duschen. Und danach legst du dich hier fälligst wieder hin. So, und mit diesem Plan verabschiede ich mich in die nächste Folge von Sims 4 mit Dante, Kingston und eventuell dem Janu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.